lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobyl-Lied. Lied heißt das, ne? Weil es sind ja diese... Wir machen mal die Musik leiser. Es ist ja tatsächlich... dieses Gestein, dieses Graphit, was aus dem Atomkraftwerk Tschernobyl entstanden ist. Und das wird dazu benutzt, das haben wir in der letzten Folge gesehen, ein Raum-Zeit-Portal zu erschaffen. Singularität. Разрыв ткани реальности. И основа этой реальности и правда очень хрупкая. Время на исходе, иди. Wer bist du? Sag mir sofort deinen Namen. Oh, da ist ein Bus. Ich mag Bus. Aber ich kann nicht hier rein. Ich glaube, irgendwie stimmt was mit den Rücken. Ich glaube, wir verrecken. Hör schnell auf, ja. Das ist sehr gefährlich. Wir müssen ein bisschen ausweichen, sonst werden wir sterben. Eine Bunker. Was war das? Der ist da längs. Es geht nicht da längs. Das Wasser ist bestimmt nicht radioaktiv. Meine Güte, was sehen wir hier? Сколько раз мы проходили через эти двери? Уже и не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. So. Механизм не даст мне пройти. Wie soll ich denn Strahlung свой уровень радиации? Der Stuhl ist auch scheiße. So, los geht's. Strahlung senken. Wie? Nutze eine Radarwelle, um Umgebungsscanner abzugeben, den Umgebung zu erkunden. Aha. Was ist das? Strahlungsmedizin. Drücke I. Entfernen, sortieren, verwenden. So, das sollte reichen. Jetzt kann ich hier bestimmt durch. Piep, 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 piep. Wer so kehrt, du kannst durch. Strahlungsmedizin, einfach mal so ein Löffelchen, weiß ein Teelöffelchen, schön sauber verabreichen und schon geht's einem wieder gesund. Kräuter, wahrscheinlich, oh Alter, wie schnell geht denn die Sonne hier bitte vorbei? Achso, das war so ein kurzer Effekt also. Umgebung sind halt grundsätzlich Ressourcen, Items in der Umgebung an. Man kann nur bestimmte Kategorien filtern. Kräuter kann Herstellung, Medizin benutzt werden. Aha, Löwenzahn. Löwenzahn. Drück mir erstmal Löwenzahn. Kurz ein Brennnesseltee. So, heute gibt's Salat. Mechanische Teile. Ja, RNT. Mhm. Ah, guck mal. Da, wechseln zu. Pilze. Chemikalien, elektrische Teile, brennbare Teile, Kräuter. Das ist genug. Ich habe dich задело. Нужно обработать раны. У меня нет аптечки. Может получится приготовить что-нибудь на костре. Okay, dann bauen wir jetzt ein Lagerfeuer. Moment. Was ist da? Da gibt's noch mehr Löwenzahn. Hä, da war ich doch gerade schon, um Löwenzahn zu pflücken. Warum ist da jetzt wieder Löwenzahn? Belästigendes Löwenzahn. Elektrische Teile. Alle. Löwenzahn. Löwenzahn. Hier kann ich Lagerfeuer machen. Herstellen, Kochstelle, das ist praktisch schon alles, ja. Was ist das denn? Nudelsalat? Hier Gurkensalat? So, im Besitz, beschreibe Salbe, die dein Körper dabei hilft, einen kleinen Teil der Strahlungsbelastung auszuscheiden. Hergestellt durch Mischen von verdünnten Bleiche, Kalium. Bitte nicht zu Hause nachmachen. War das jetzt ernst gemeint?
So, beruhigende Salze. Diese Salze entfernen wilde, sofort und spannende Wirkung bei den beißenden Duften. Verbrauchbar mehr Emphase Teils. Heilsalbe. Was soll man kochen? Du hast genug für den Lagerfeuer dort eine Heilsalze herstellen. Dankeschön. Nochmal. Herstellen. Ja! Okay. Cool. Können wir noch mal hier, den hier? Strahlungssalbe finde ich gut. Das sieht aus wie echt wie so ein Gurkensalat, ey. Oder Gurken-Tomatensuppe. Irgendwas. Ja. So. Gut gemacht. Items einsetzen, werden automatisch schnell mit der Medizin schnell bestätigen. Okay, dann haben wir hier nichts. Da unser Raum-Side-Simulator, hatte ich mal gesagt. Hier haben wir Digga. Na, ist ja gar nicht so. Wie soll das funktionieren? 5. Warte mal, jetzt bin ich auf mein Schnellmenü und möchte. Achso, kann ich ja hier machen, ne? Oder? Wie war das noch gleich? I. Ah, na egal, kann ich auch hier so verwenden. Alles klar. Sieht aber gut aus bei uns. Oh, Digga, hab ich mich erschrocken, bist du irre? Parole. Versuch dich an die Parole zu erinnern. Schrei ihn an. Was weiß ich? Ja. Да погоди ты! Не могу думать, когда в меня целятся. Игорь! Черт! Ностальгия, пароль, ностальгия! Ты же сам его придумал! Ладно, заходи. Окей. Игорь, ты же у нас на все руки, мастер. А, смотри здесь. Может, этот хлам на что-нибудь сгодится. Это твоя стихия, милый. Время сотворить порядок из хаоса. Gott, sieht hier alles alt aus. Ja, wo ist der Hinder, Kollege? Er hat doch gesagt, ich soll hier runter. Hier, was ist hier los? Ну как дела с мастерской? Дай знать, когда будет готово. Panzerfaust? Ja, okay. Was? B, Waffenaufbau. Wiederaufbau der Basis. Okay. Basisverbesserung, Beschreibung. Diese Kategorie enthält Items in den Schutzraum, Bauelemente, Stromgenerator, Schlafmöglichkeiten, Luftfilter und Strahlungsschutz. Was sollen wir hier bauen? Was, solange der Baumodus findet, was ist das? Ach, das ist einfach nur die Basisverbesserung. Markieren, drücke T, um abbauen, Ressourcen zu gewinnen. Okay, und was ist, wenn ich jetzt F drücke? Nix. T? Nix. E? E? Hä? Hier kann ich keine Eingabe machen. Oh, guck mal. Pff. Was soll ich machen? Tee? Nicht wahr. Das mal, ja genau, wollte ich sowieso sagen. Das sieht ja aus wie beim Häuptling unter dem Sofa. Das muss hier echt dringend mal aufgeräumt werden. Das sieht auch nicht gut aus. Weg damit. Weg. So. Da verkriechen sie sich seit Jahren hier drinnen und da ist, sieht das nicht mal anständig aus, sag mal. Lass mal alles aufkommen. Alles aufkommen. Alles ist dreckig. Gerade frisch gewischt. Alles wieder schmutzig. Okay, da, aber da rankommen tun sie. Weißt du, das sieht ja aus wie bei Messis. Igor Zimmer. Okay. Okay. So, und jetzt Basisverbesserung. Was? Bau einen Arbeitstisch. Für diesen Bauelement schaltest du den Zugang des Basisverbesserung. Okay. Bauwerkzeuge. Ruf mit Dings. Was? Und rufe mit F. Auf den Bauwerkzeuge. Okay, dann. Ja, komm. Warte mal. Finde ich gut, wenn das. Hier, wenn man das so. Okay. Bauen. Sehr gut. Das ist wunderschön. Das ist eine wunderschöne Basis. Was ist das?
Tschernobyl-Werkzeuge, okay. Ah, okay, aber das kann ich noch nicht aufbauen, wa? Das könnte ich aber aufbauen. Das ist nicht aufbaubar, weil das nicht geht. Okay. Zurück. Okay, du kannst einfach bauen, wenn du willst. Okay. Gut, und jetzt? Was machen wir jetzt? Was ist hier los? Ah, ich muss dahin. Warum muss ich dahin? Oder was? Oder hätte ich den Schreibtisch da aufbauen sollen? Ha! Oh, ist das wunderschön hier oben. Только не говори, что ты решил отправиться прямиком на станцию. А то есть и попроще способы покончить с собой, если что. Нас мало. У нас почти не осталось боеприпасов и... Да всего! Нам нужна информация, прикрытие, припасы. И самое главное, нам нужен чертов план. Татьяна, kann ich warten, Digga? Ehrlich, das geht nicht. Татьяна, ey, hör mal. У меня нет так много времени. Я должен найти Татьяну. В смысле? Нет, нет. Я не понимаю, о чем ты толкуешь, и даже не хочу понимать. Видишь эту доску за мной? Будем использовать ее для планирования. Okay. Выясним, как пробраться на станцию и найти то, что ты ищешь. Или ту, кого ты ищешь. Каждую зацепку. Все сведения о ресурсах. Все будем отмечать здесь. А действовать начнем, когда момент будет подходящий. Пока что сосредоточимся на том, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с мест для сна. Может, какие-то старые кровати найдутся? А, gut, dann stimmen wir mal zu, Oliver. Оливер, окей. Ладно, так и поступим. Отлично. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе узнать, что случилось с Татьяной. Так ее звали, да? И еще кое-что, пока ты не ушел. Оружие НАР имеет биометрический замок. Мы не сможем им воспользоваться. Так что придется защищаться тем, что есть. Держи. Это на самый крайний случай. Я так понимаю, с оружием ты обращаться умеешь? Das ist ein verkackter Revolver. Ну, тогда ты готов. Я в тебя верю, Игорь. Okay. Überfall durchführen. Ach, von hier aus starte ich meine Operation, ne? Alter, aber das sieht schon richtig geil aus, ne? Hier mit einem Atomkraftwerk da an der Seite. Hier die Stadt hier vor. Na gut, ich glaube, kilometertechnisch schaut das hier wahrscheinlich nicht alles so hin. Da hätten die Radaranlagen. Das ist Radar, das sind glaube ich diese Anlagen, damit man nicht mit Radar und so was alles eben halt hier ausspionieren kann, ne? Diese Abwehr, glaube ich. Ah, was hieß das? Warte mal, deine erste Aufgabe zu Beginn des Tages ist die Tagesplanung. Wähle aus, welche Mission du persönlich erledigst und welche du Oliver anvertrauen willst. Wähle weise, du kannst pro Tag nur eine Mission antreten. Das Auge von Moskau. Один ты не справишься. Okay. Но есть другие, они помогут тебе. Даже не знаю, с чего начать. Дать поручение Оливеру или сделать все самому. А, nichts da. Wir machen das selbst. Also, Mission starten. Was ist denn roter Wald? Okay, und wie könnte man das jetzt da entscheiden, ob Oliver das macht? Warte mal. Igor muss beim Verlassen der Basis eine Mission zugewiesen haben. Okay. Ach, da muss man anklicken, was? Ah, und dann kann ich da entscheiden. Alles klar, warte mal eben. Roter Wald. Ich mach das, das ist Oliver. Oliver macht Roter Wald. Mission starten. Roter Wald. Igor muss dann vielleicht... Achso, ich muss auch noch eine halt. Okay. Ich mach das. Das ist kein Problem. Drücke Dings um die Mission, denke daran, dass schwierige Missionen auch Opfer fordern können. Sowohl du als auch dein Gefährten können verletzt, entführt oder sogar getötet werden. Aber vergiss nicht, auch der Hunger kann dich das Leben kosten. Ach du Scheiße. Warum denn Hunger? Wir spielen ein Actionspiel. Ja, lass uns loslegen. Wir müssen ja irgendwo anfangen, ne? Also. Dieses Gepfeife da, ne? Das ist ein Hyperraum.
Ein grüner Hyperraum. Tag 1, das Auge von Moskau, Nachmittag. Okay. Wie kann ich denn die hier entfernen, sortieren, nehmen, ausrüsten? Ich nehme mal an, wir werden hier Leute überfallen müssen und eigentlich... Was war das? Wenn du außerhalb der Basis eine ganze Sache nimmst, drücke B, um abzubauen. Hier kann ich bauen, außerhalb der Basis? Ach so. Was soll das denn sein? Fallen. Fallenminen, automatische Waffen. Was? Die auf Gegner schießen, macht Laune. Okay. Aber habe ich nichts, ne? Kann ich nicht bauen. Weil ich da nicht zu genügend Material habe. Kann ich auch nicht bauen. Okay, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Laune macht. So, aber jetzt müssen wir uns ranschmeißen. Hier sind radioaktive Strahlungen, ne? Okay, müssen wir aufpassen jetzt ein bisschen. Dass das nicht so hoch wird, damit wir uns nicht verletzen. Wie ist der Schnellzugriff auf die Flinte? 6. Okay. Oh, Digga. Hier ist ein bisschen hoch mit Radioaktivität und so, ne? Sollen wir uns davon ein bisschen zurückziehen? Ich mache das. Oh, ich wollte gerade sagen, das schreit irgendwas, aber nee. Monster gibt es doch hier wohl nicht in diesem Spiel, oder? Na komm. Boah, hallo. Nimm dir nicht mit, ne? Hallo. Jetzt hab ich's. Also B waren Sachen bauen. Jetzt habe ich auch vergessen, wie man sich Creme baut. Ach okay. Nehmen wir mal an, wir müssen einen speziellen Weg gehen. Weil überall sieht man diese radioaktiven Schilder. Also die Schilder sind nicht radioaktiv, sondern das, was wovor sie warnen sollen. Damit kann ich nichts anfangen. Was ist denn das? Wo bist du, mein Freund? Ich mach dich kalt. Ich werde dir gleich direkt in den Kopf schießen. Du bist die Ratte hier. Oh. Hör auf zu labern! Genau das wollte ich haben. Was haben wir denn noch? Gasmasken, alles klar. Okay, mit dem Scheiß können wir uns sicherlich ausrüsten, ne? Hier keine Knarre mitgenommen? Was nicht? Was ist das? Gasmaskenfilter. Warte, Gefährten. Tasche. Hey, der hat die Knarre nicht mitgenommen, der Idiot. Gewehrmunition. Die Munition nimmt er mit, aber das Gewehr nicht, oder was? Hä? Junge. Der hat echt nur die Munition mitgenommen. Weil das oh, die ganze Suppe. Aber sie liegen da brüderlich vereint, oder? Das haben wir gut gemacht, oder? Also ist richtig so schön, dass sie noch im Tode sich wohlfühlen können. Okay, wir haben hier sehr viele Sachen. Eigentlich sollten wir da in die Richtung. Hier haben wir aber allerdings Dinge, Fragezeichen-Dinge. Hauptsache hier gibt es keine missgestalteten Menschen, die andere Menschen essen. Was war das? Was war das denn?
Die Puppe ansprechen? Ja. Беги, пока можешь. Bleib erschrocken stehen. Versuche rational. Das passiert mir tagtäglich so etwas, deswegen. Похоже, я переутомился. Куклы ведь не разговаривают. Genau. Кажется. Ты совершаешь большую ошибку. Зачем ты пришел? Остерегайся его. Он может причинить тебе непоправимый вред. Ты найдешь здесь только боль. Was soll das? Нет. Татьяну я теперь ни за что не оставлю. Он идет, Игорь. Он уже рядом. Okay. Er kommt, er ist in der Nähe. Soll uns das Angst einjagen? Oder in etwa warnen? Ein Pool. Hier ist sehr viel Scheiße, ne? Boah! Roms Bombs! Gibt es hier auch Puppen, die reden können? Soll hier wahrscheinlich eine Etage höher, was? Hier schnauft er hier. Oh, ist anstrengend, wieder so weit gelaufen. Okay. Oi. Hallo, ihr Püppchen. Oh. Ah, nein! Wie kann ich mir sowas nur einbilden? Wer ist da? Die Puppe hat sich doch gerade gedreht, oder? Nee, ich bilde mir das nur ein. Okay. Ach du Scheiße. Also grünes Zeug da. Das ist bestimmt nicht gesund. Alep. Aber hier werden wir sterben, wa? Gar nicht mal. Ui. Nee, dann, lassen wir das auch, ne? Ja. Oh. Ja. Oh ja, ist ja gut, Igor. Der Nier. Wäre auch noch irgendetwas. Muss anstrengend sein, in so einem Schutzanzug da durch die Gegend zu rennen. So, wie komme ich hier rein? Hier kam ich durch die Tür nicht rein, ne? Wahrscheinlich durch den Hintereingang oder so in der Richtung. Genau, so nicht auf jeden Fall. Aha. Da sind alle Gitterdings vorne. Genau. Benzinkanister. Bestimmt kann man das noch für irgendwas Cooles gebrauchen. Okay, hier so können wir nicht rein. Das ist aber schade. Oh, ist da ein Gänseblümchen. Auf einmal sind so viele coole Sachen hier. Mechanikteil. Aha. Hallo? Ist hier jemand? Hallo?
Karla. Кто здесь? Чего ты тут шатаешься? Спокойно, я просто ищу запчасти. Что? Говори громче! Was? Я просто ищу запчасти. Да не ори ты! Здесь опасно. Почему опасно? Что за вопрос? Из-за НКВД, конечно. НКВД? Тайная советская полиция? Эти уроды тут шастают, вынюхивают что-то. Раскулачили мою невестку, а у нее всего-то две коровы было. Две сраных коровы, мать твою. НКВД больше нет. О них можно не беспокоиться. Да-да, ежел тот еще говнюк. Никому от его прихвостней покоя нет. Даже героям войны, вроде меня. Боже. Что? Говори громче, парень. У меня ж со слухом плохо. Контузия. Фриц гранату в бункер закинул. У тебя есть что-нибудь на обмен? Может, запчасти какие? А что ты раньше не спросил? Конечно, есть. Могу тебе немного хлама на патроны поменять. Мне нужно быть готовым, если НКВД вдруг вернется. Патрон, tausche Rohstoffe gegen Material, tausche Munition gegen Ausrüstung. Ach, weißt du was? Komm. Тебе удалось найти что-нибудь ценное? Взгляни, сынок. Ja. Oh, eine Metallplatte? Ernsthaft? Ich will die Gasmaske. Nee, lass mal. Dann ist nicht gut. Geh zurück, ich möchte nicht. До встречи. Dann müssen wir noch mehr suchen und finden. Mechanikteile. Wisst ihr? Weil, dann könnten wir eine Gasmaske haben und dann dieses Gasgebäude rein. Wir sind aber natürlich nicht das, wir machen gerade nicht das, was wir sollen. Da in diese Richtung werden wir jetzt gehen. Aber das in der nächsten Folge, liebe Leute. Das war's für heute. Danke fürs Reinschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.